das geht gar nicht. Männer sind beim Sex immer so gierig. Also echt, da kommt nur Ekel hoch und das ist überhaupt nichts für mich. Ach, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich fühle mich nicht sexy genug. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Partner mich wirklich will, dass er mich meint. Kommt dir einer von diesen Sätzen irgendwie bekannt vor? Vielleicht hast du ja auch schon beide Varianten erlebt. Ja, dieser Moment, wo du spürst, boah, der andere, der will jetzt nur vögeln, das ist dem scheißegal, wer das ist. Und ich weiß gar nicht, ob er mich meint. Und irgendwie ist das auch so eklig, diese Bedürftigkeit und dieses schleimige, schmierige, das geht gar nicht. Ja, viele Frauen haben das bereits sehr oft erlebt. Ja, entweder haben sie sich erfolgreich abgegrenzt oder sind aber auch in Situationen gekommen, wo sie gemerkt haben, scheiße, sie konnten nicht Nein sagen. Und ja, dann ist es zu einer sehr unschönen Erfahrung gekommen. Und dann gibt es die andere Seite. Die andere Seite, ja, wenn du als Frau wirklich dich geliebt fühlst und gesehen fühlst und irgendwann so richtig in deiner Lust bist und auf einmal crasht der Mann weg, weil ihm das einfach zu viel ist. Oder weil es andere Gründe gibt, dass er dich in dem Moment nicht so wollen kann, aktiv, wie du das als Frau möchtest. Und worum geht es hier in beiden Fällen? Ja? Auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus, boah, sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Aber wenn wir mal ein bisschen genauer hineinzoomen in die Energien und Geschehnisse, die da stattfinden, spüren wir, das passiert, wenn nicht kommuniziert wird. Das passiert, wenn Bedürfnisse viel zu lange unterdrückt worden sind und dann schon fast eine Bedürftigkeit daraus entsteht. Und wenn wir mit diesen Phänomenen in Kontakt treten, ist es nicht so wie, hey, wir reden jetzt einfach mal so ganz lässig drüber, sondern da geht es um tiefste Verletzungen. Es geht aber auch um eine sehr stark empfundene Scham, wirklich darüber zu sprechen. Ja, Frauen, die sehr gedeckelt aufgewachsen sind in ihrer Sexualität, die viel Tabuisierung erfahren haben, ja, so immer schön alles unter dem Deckmantel der Kirche, dieser heilig gemachten Prüderie. Und dann fällt es unglaublich schwer, ja, wenn du in einem lustvollen Kontext bist, zu sagen, ja, jetzt will ich, nimm mich. Und der Mann, der diesen Satz hört, mag möglicherweise überfordert sein, weil er die Frau sonst als höchst sensibel wahrnimmt und ja, Rücksicht nimmt auf ihre schmerzhaften Erfahrungen, die sie schon im Bereich Sexualität gemacht hat. Und das scheint manchmal wirklich so eine echte Kluft zu sein, ja. Und Männer denken sich, ja, was denn jetzt? Wenn ich die Frau geil finde und sie will, dann empfindet sie das als gierig. Wenn ich dann zurückhaltend bin und ganz achtsam und ganz vorsichtig und sie aber dann in ihrer Lust ja, auf einem anderen Plateau ist und dann bereit ist, wirklich ganz in die Öffnung und in die Hingabe zu gehen, spüren die Männer nicht, an welcher Stelle findet dieser Shift statt. Warum? Ja, viele Frauen haben gar nicht gelernt, das zu kommunizieren, geschweige denn auszusprechen. Und an dieser Stelle passiert immer und immer und immer wieder eine Retraumatisierung. Entweder fühlt sich die Frau ja nicht gesehen in ihren Bedürfnissen und überrumpelt, ja, das ist dann das, wo sie es gierig anfühlt, oder die Frau fühlt sich dann in ihrer Lust nicht gesehen und nicht getragen und fühlt sich abgelehnt. Und beides sind sehr, sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen. Und Männer, die achtsam im Umgang mit ihren Frauen sind, die ja, wollen weder zu der gierigen Sorte gehören, noch zu der Sorte Mann, die es verpassen, wenn die eigene Frau wirklich in einer totalen Öffnung ist und in die Hingabe geht. Weil dieses Thema so unglaublich wichtig ist, ja, für ein lustvolles Miteinander, für ein ja, wertschätzendes und respektvolles Miteinander, auch im Thema Sexualität,
Und gleichzeitig unglaublich schambehaftet, schwierig, kompliziert oder ja, manchmal hängen da einfach so viele andere Themen noch dran, Role Models, die man hatte damals in der Familie, dass da unglaublich viel Verwirrung in diesem Bereich da ist und den wenigsten Paaren gelingt es wirklich ganz mit offenen Herzen, liebevoll, mutig darüber zu kommunizieren. Und genau an der Stelle ist aber eine sehr konkrete Kommunikation angesagt. Wenn du das eine oder andere schon erlebt hast und jetzt spürst und sagst, okay, das ist definitiv ein Punkt, an dem ich eine Veränderung wünsche, an dem ich mehr Leichtigkeit, Freude, Fluss, Achtsamkeit, mich wahrgenommen fühlen haben möchte, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme, ich weiß auch gar nicht, was meine eigene erotische Landkarte ist, ich kann das nicht kommunizieren, ich bin ein totaler Analphabet, ja, was das Lustalphabet angeht, dann habe ich hier gute Neuigkeiten für dich. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, diese erotischen, lustvollen, sinnlichen Räume zu erforschen und ja, die Sexualität mal auf eine ganz neue Weise kennenzulernen. Und zwar unter Einbeziehung eines Wissens, was dir eröffnet, wie diese ganzen Energiezentren in dir kommunizieren. Mit dir selbst, mit deinem Partner. Es gibt Möglichkeiten, wirklich zu erforschen, wie ist die eigene Signatur, die eigene sexuelle Signatur zeigt auf, wie du geprägt bist, welche Erfahrungen du gemacht hast, wo du ja verwundbar, verletzlich bist, aber wo du auch deine Stärken hast. Und wenn du deine sexuelle Biografie aufräumst und bereit bist, neue Erfahrungsräume mit deinem Partner zu erforschen, dann lade ich dich herzlich ein, in einem Sexual Flow Call mit uns von der Sexual Flow Academy zu sprechen und zu schauen, was dir konkret in deinem Fall hilft, wirklich die Lust und die Freude an der Lust wieder in deinen Alltag, in dein Leben und in deine Sexualität zu bringen. Also, wenn du jetzt neugierig geworden bist und in diesem ja hochsensiblen und intimen Thema dir offene Unterstützung wünschst, ja, jemand, der offen ist für all deine Themen, für deine Probleme, für deine Fragen, für deine Sorgen, dann sichere dir jetzt einen Termin bei uns. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Tabitha Suguna.